Ich würde gerne einmal mit der Frage beginnen. Du gehst also vor Ort, du hast eben von der Distanz gesprochen, aber zugleich hast du auch von einem Thema gesprochen, das dich interessiert und das dich näher bringt. Kannst du einmal beschreiben und vielleicht auch Beispiele dafür machen, was es für dich bedeutet, sich ganz auf diese Wirklichkeit einzulassen, für dich und für deine Bilder? Das setzt ein bisschen an bei dem, was du jetzt am Ende über Nähe und Distanz gesagt hast. Für mich bedeutet es wahnsinnig viel, mich da komplett drauf einzulassen. Und ich glaube, das ist auch was, was die andere Person, die ich dann treffe, auch spürt. Also ist es quasi, wenn wir jetzt über dieses Hochhausprojekt sprechen, ist es jemand, der hier reinrennt, keine Ahnung hat, was hier vor sich geht. Ich war auch viel in der Drogenszene dort unterwegs und habe dort fotografiert und diese Leute begleitet. Ist es jemand, der unsere Sprache spricht? Ist es jemand, der die Regeln dieses Lebens, was wir leben, versteht? Oder ist es jetzt wirklich nur einer, der hier reinrennen will und ein gutes Bild machen möchte und dann wieder geht? So, und ich glaube, dass das halt einfach in diesen Begegnungen total wichtig ist und auch spürbar wird für die andere Person, ob dann ein aufrichtiges Interesse da ist oder nicht. Und in der Zeitung, die Zeit eben, hast du diese zwei Foto-Essays gehabt. Was ist es, was dich an der Wirklichkeit reizt, die dich berührt, wenn du dich siehst? Was du dann festhalten willst? Also was reizt dich an der Wirklichkeit? Das reizt mich an der Wirklichkeit. Das ist, glaube ich, der Reiz am Leben, den irgendwie jeder so spürt. Also ich meine, ich bin erstmal bei diesem, wenn es um Corona geht, fand ich diesen Ausnahmezustand am Anfang total interessant. Und diese Aspekte, die mich dann interessieren, die verändern sich auch im Laufe der Recherche oder verändern sich, je nachdem, welche Gespräche ich hatte oder was ich Neues dazu lerne. Und so war mein Fokus am Anfang vielleicht eher der dieses Ausnahmezustands. Okay, alles ist anders. Alles ist anders, als ich das gewohnt war oder als ich das kenne. Aber auch in dieser extremen Situation Lockdown hat sich ja sowas oder auch im weiteren Verlauf über den Sommer hat sich ja sowas wie eine neue Normalität quasi arrangiert, in der alle versucht haben, irgendwie zu leben und dennoch irgendwie die Dinge zu tun, die man halt gerne macht, aber trotzdem immer noch auf diese Sicherheitsaspekte oder Infektionsschutzgesetze zu achten. Und dann fand ich den Aspekt total interessant. So, wie arrangieren wir uns eine neue Normalität? Was bedeutet dann Urlaub? Und als es dann so ein bisschen in den Winter ging, fand ich das, ich wohne ja in Leipzig und Sachsen ist ja zum ja, Corona-Hotspot dieses Winters geworden. Und dann fand ich auch total, also hat mich das einfach auch wahnsinnig bewegt, was hier quasi direkt vor meiner Haustüre passiert oder was hier auf den Dörfern passiert, was hier im Universitätsklinikum passiert, wie es den Bestattern geht, die nicht mehr wissen, wo sie die Särge hinstapeln sollten. Das ist ja alles quasi ein Teil von dieser Realität, die sich ja auch immer wieder verändert hat im Verlauf des Jahres. Und ich bin genau an diesen Veränderungen interessiert und verändere mich da auch quasi mit, wenn man das so sagen kann.